mal besser auf dein Schicht gehen. Auf Feier! Auf Reis! Karl ist da im Haus, die Klospülung. Ach, stimmt, ganz viele, ne? Ja, es gibt viele Fehler, die viele Leute machen. Das sind beispielsweise, dass sie zu schnell sprechen oder dass sie keine Pausen machen. Aber etwas darf gar nicht sein, dass der Büttenredner selbst das Publikum beleidigt. Wir enden nicht verdrießen. Oft tut statt Buß Heiner Rudolf dieses Mannes. Generell ist alles sehr praktisch. Also es wird nicht Theorie gepaukt, sondern alles wird auch geübt. Es beginnt mit Aufregungsabbau, es geht weiter über Spontanität. Also was mache ich, wenn irgendwas auf der Bühne geschieht, mit dem ich nicht rechnen kann? Das Tor, die Menschen hat um 8 Uhr geklingelt. Von Deutschland bis Polen, 500 Kilometer wenigstens, und ist dann einfach, da die Pole wieder in ihre Heimat zurückkommen. Das kann natürlich sein, egal wie gut man vorbereitet ist, auch vielleicht nach einem Rhetorikkurs. Wichtig ist, dass man es nicht zu sehr an sein Herz kommen lässt und dann die nächste Sitzung ins Auge fasst. Wir sind